Ich bin der Weltmeister, Weltmeister! Oh, oh, oh. Der Kuss nötig, dass Deutschland gewinnt? Das ist ein Muss. Ein Kuss ist ein Muss, dass wir gewinnen heute unbedingt. Und dieser Kuss war ein Muss. Es ist Samstag, 19 Uhr in Plattling. Hier laufen die letzten Vorbereitungen auf Hochtouren. Und mit so einem harten Aufwärmtraining kann doch eigentlich gar nichts mehr schiefgehen. Auch Peter Roland Gregor hat sich extra für die diesjährige WM etwas Besonderes einfallen lassen. Er färbte sich kurzerhand die Haare in Schwarz-Rot-Gold und hat somit unser Donau-TV-Gewinnspiel Warum bist du der größte Fußballfan? Gewonnen. Ich habe durch einen Link im Internet bin ich auf das gekommen, habe dann das Foto hingeschickt und ja, habe dann überraschenderweise gewonnen, was ich mir eigentlich nicht gedacht hätte. So. Obwohl das Foto super ist, aber ich habe mir trotzdem nicht gedacht, dass ich gewinne. 20.58 Uhr. Gänsehautstimmung bei der Nationalhymne. Dann endlich Anstoß. Die ersten Minuten sind von Nervosität geprägt. Ghana hält körperlich stark dagegen und bringt Deutschland mit gefährlichen Kontern immer wieder in die Bredouille. Zum Ende der ersten Hälfte werden die Deutschen stärker. Müller verpasst nur knapp die Führung. Doch es bleibt beim 0:0 zur Halbzeitpause. Erste Erklärungsversuche der Fußballexperten vor Ort. Die haben sie noch nicht eingespielt und das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Das schnell umschalten. Strategie müssen sie ändern, weil sonst schaut schlecht aus. Ich bin zufrieden mit dem, was die Deutschen machen, bin aber überrascht, wie gut und mit welchem körperlichen Einsatz die Ghanesen spielen. Also es ist aufregend und noch lange nicht entschieden. Ich denke, wir stehen jetzt oben im Sturm und dann funktioniert es. Mit einem frischen Bier gehen die Deutschland-Fans gestärkt in die zweite Halbzeit. Und auch Jogis Jungs kommen gestärkt aus der Kabine. In der 51. Minute Götze mit einem Kopf-Knietor zur 1:0-Führung. Plattling steht endlich Kopf. Der Jubel hält keine 3 Minuten an, da zieht Ghana gleich. Als dann noch Philipp Lahm nach einem katastrophalen Fehlpass das 2:1 einleitet, macht sich Verzweiflung unter den rund 50 Gästen breit. Löw reagiert und bringt mit Schweinsteiger und Klose 2 frische Männer. Und Klose steht gleich da, wo ein Stürmer stehen muss. Jetzt sind die Fans auf unserer WM-Party wieder voll da und peitschen die deutsche Mannschaft mit nach vorne. Letztendlich bleibt es aber dann beim Unentschieden. Gemischte Gefühle unter den Partygästen. Die Chancenverwertung scheiße. Hintenverteidigung scheiße. Ja, hätte besser laufen können für Deutschland. Ghana war der Hammer. So schnell spielen, so präzise spielen. Und mit dem haben wir nicht klargekommen. Und die Umstellung hat man dann erst am Schluss gemerkt. Da haben wir es noch ein bisschen umgerissen. Wir haben super Chancen gehabt. Aber das hätte man früh genug machen müssen. Für Peter Roland Gregor stand diesmal aber nicht das Spiel im Vordergrund. Das war super, echt. Eigentlich kann man es nicht bis auf gut, wenn wir es gewonnen hätten, was falsch gewesen. Aber von der Spannung her war das absolut Oberklasse. Genauso wie die ganzen Nachbarn und die ganzen Leute, die heute da waren. Zum dritten Gruppenspiel sind wir dann am Donnerstag in Deckendorf zu Gast. Natürlich wieder mit jeder Menge Freibier und hoffentlich genauso viel Euphorie wie in Plattling.